Ja, herzlich willkommen, liebe Neu-1-Zuschauer. Ostseewelle ist wieder unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Diesmal mit der Aktion Scheine für Vereine. Und zwar, wir füllen die Vereinskassen im Land auf, auch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Und heute hat es den Pferdesportverein hier aus Ollendorf in der Nähe von Neustrelitz getroffen. Die haben sich innerhalb von 2 Titeln, nachdem wir um 17 Uhr ihren Verein genannt haben, bei uns gemeldet im Programm und schon mal 1.000 Euro für die Vereinskasse gesichert. Jetzt heißt es ordentlich Trubel machen, denn pro Unterstützer legen wir noch 5 Euro mit drauf. Die Zahl kann maximal verdoppelt werden, sprich 2.000 Euro sind insgesamt möglich. Und jetzt drücken wir dem Pferdesportverein hier aus Ollendorf bei Neustrelitz ganz, ganz fest die Daumen, damit ordentlich Geld in die Vereinskasse kommt. Ey, was machen die hier alles für das Dorf und für die Gemeinde und für die Kinder vor allen Dingen, ne? Also das ist ganz großartig. Ja, meine Kinder haben mich gerade auf der Couch überrascht und ja, der PSV Ollendorf, und dann sind wir halt gleich hierher gerast. 44 Pferde, sind über 70 Mitglieder. Unseren Verein gibt es seit 18 Jahren, haben ganz klein angefangen und sind immer größer geworden jetzt. Wir wollen uns unseren größten Wunsch erfüllen, eine Flutlichtanlage und ein wetterfester Boden für unseren Reitplatz. Also ihr seht, wie einfach es gehen kann bei Ostseewelle Radio Mecklenburg-Vorpommern, bei Scheine für Vereine 2.000 Euro in die Vereinskasse zu bekommen. Wir sind noch bis Ende September in ganz Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Alle Infos zu Scheine für Vereine, wie ihr mitmachen könnt und wie ihr eure Vereinskasse auffüllen könnt, gibt es im Internet bei ostseewelle.de. Und natürlich einschalten. Immer kurz nach 7 und kurz nach 17 Uhr bei Ostseewelle können wir ganz einfach gewinnen, oder? Klasse seid ihr. Danke. Spitze. Das machen wir gerne.